das Wort. Gut, Recording An ist Daniel. gestartet. Du kannst loslegen, Katrin. Super. Sehr gut, unser Thema. Gut, ich übernehme gleich. Herzliches Willkommen in die Runde zu unserem Mein Ziel 23 Projekt Datengetriebenes Lernen. Ich weiß nicht, wer von euch an diesem Projekt auch teilgenommen hat. Wir haben uns mit dem Thema Datengetriebenes Lernen beschäftigt. Wir, das sind die Alexandra, die Katrin und ich. Und vielleicht Alexandra und Katrin, wollt ihr euch kurz gleich vorstellen? Ja, dann übernehme ich gleich. Genau, ich bin Trainerin und Coach. Das heißt, ich bin die, die dann bei HR die Sachen durchführen darf in der Regel. Und beschäftige mich aber als Medienpädagogin eh schon ganz, ganz lang mit kollaborativem Arbeiten und natürlich dann auch immer wieder mit dem Thema Daten. Und als die beiden auf mich zugekommen sind, dachte ich nur so, okay, das soll für unsere HR ein Thema sein. Da muss ich jetzt doch mal genau zuhören. Ja, und den Rest erfahrt ihr dann später mitbekommen, habt ihr schon, wo ich sitze. Und freue mich drauf. Genau, und ich als Berlinerin bin tatsächlich eingestiegen und kenne Daniel auch aus anderen Runden, weil ich das Thema entwickeln statt nur rekrutieren seit anderthalb Jahren im Schwerpunkt habe und die als Digitalberaterin im HR tatsächlich nach neuen Lösungen gucke und insofern nicht drumherum kam, das Thema datengetriebenes Lernen genauso wichtig zu sehen wie datengetriebenes Rekrutieren, wie all die anderen Sachen, die im Unternehmen so stattfinden. Ja. Und mein Name ist Daniel Stoller-Schei. Ich arbeite in und für die Firma Collaboration Design in Zürich und beschäftige mich mit dem Thema datengetriebenes Lernen, weil ich davon ausgehe, dass alles, was wir im Moment machen im Bereich KI und Technologie, letztlich auf Daten zurückgeht. Und ich habe mir gesagt, ich mache jetzt gerade kein ChatGPT, mein Zielprojekt, sondern ich mache was anderes und darum dieses Projekt. Und ihr seht, also ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich habe es nochmal vergrößert. Genau. Ja, genau. Genau. Also die Ausgangsthese lautet, dass datengetriebenes Lernen eben eine ganz neue Sicht auf das Thema Corporate Learning eröffnet. Vieles ist schon da, aber vieles und so wird erst auf uns zukommen. Und wir haben uns gesagt, wir möchten eigentlich drei Ziele erreichen, nämlich erstens eine Zusammenfassung, was wir unter datengetriebenem Lernen verstehen. Das werden wir euch gleich präsentieren. Dann eine Marktübersicht, so ein bisschen Richtung Capability Academies. Vielleicht kennt ihr den neuen Artikel von Josh Bersin. Sonst könnt ihr den nachher über den Link in der Präsentation auch noch einmal nachlesen. Und dann war es auch das Ziel, mit Firmen zu sprechen, die Corporate Learning Konzepte mit datengetriebenem Lernen bereits umsetzen. Das war nicht ganz einfach. Aber wir nehmen euch jetzt einfach mal mit auf unsere Lernreise und zeigen euch, wo wir da überall durchgekommen sind. Das Ganze war auch aufgesetzt als ein Peer-Learning-Prozess. Das ist oder war auch ein wichtiger Treiber des Mein Ziel 23-Projektes. Also lerne nicht alleine, sondern lerne mit anderen zusammen. Darum hat es mich sehr gefreut, dass Alexandra und Katrin hier dazugestoßen sind. Und ihr seht hier einen kleinen Ausschnitt aus unserem Miro-Board. Vielleicht, wenn du es offen hast, Katrin, kannst du vielleicht mal einen Schwenk machen aufs Miro-Board. Sehr gerne, Augenblick. Bräuchte ich noch eine Minute? Gut, ich spreche mal weiter. Ja. Wir schauen dann noch, ob wir euch das auch zur Verfügung stellen oder nicht, weil es hat auf diesem Miro-Board natürlich noch zahlreiche andere Ressourcen drauf, die wir im Moment nicht alle eingebaut haben. Also wir können euch vielleicht auch den Zugang geben aufs Miro-Board, dann seht ihr auch quasi unseren Lernprozess. Genau. Wenn du vielleicht nochmal das Board sharen kannst, genau. Genau, seht ihr jetzt hier quasi das ganze Board. Wir haben uns da intensiv eben mit Definitionen beschäftigt und auch entsprechende Ressourcen gesammelt. Wir haben auch angefangen, weil wir gemerkt haben, begrifflich ist es auch nicht ganz einfach, das Thema. Haben wir mit einem Mindmap angefangen und haben versucht, das ganze Thema auch mindmäßig entsprechend zu strukturieren. Und haben dann auch alle unsere Meetings, die wir hatten, auch entsprechend dokumentiert. Also das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, um da miteinander gemeinsam weiterzuarbeiten und das weiter voranzutreiben. Genau. Und damit kannst du mal zurück auf die Präsentation. Ja. Sprich ruhig schon weiter. Ja, ich muss die Folie sehen.
Haben wir so nicht getestet, ne? Ist es zu sehen? Ja, sehr gut. Perfekt, genau. Also, wir waren beim Peer Learning, dass das eben ein Grundmotiv war von diesem Projekt. Das ist, glaube ich, auf der nächsten Folie. Genau. Und damit kommen wir eigentlich zum ersten Bereich. Das erste Thema, was uns da beschäftigt hat, war eben, was ist datengetriebenes Lernen? Und für das übergebe ich an dich, Alexandra. Genau, denn tatsächlich haben wir erstmal festgestellt, wir machen mal kurz hier begleitetes Lesen. Datengetriebenes Lernen ist ein Prozess, bei dem eben Algorithmen und Modelle verwendet werden, um aus Daten zu lernen und Muster zu erkennen. Ich glaube, soweit verstehen wir das alle. Und es bezieht sich auf die Verwendung von den Daten als primäre Ressource, und zwar für das Training von den Modellen. Das heißt, auch da wieder der kontinuierliche Weiterentwicklungsgedanke. Allerdings, anstatt auf vordefinierte Regeln oder Hypothesen zu basieren, das heißt, alles Mögliche, was wir menschlich uns gedacht haben, wird diesbezüglich erst einmal in den Hintergrund gesetzt, um wirklich auf die Daten zu gucken. Und wir haben dabei festgestellt, dass es auch unterschiedlichste Perspektiven gibt. Ich war ganz häufig erstmal im Subjekt mit drin, nach dem Motto, naja, bin ich jetzt gestützt oder bin ich datengetrieben? Diese Differenzierung haben wir tatsächlich festgestellt, weil jeder kennt das, wenn seine Uhr einem sagt, ich muss bitte noch mehr Schritte machen oder aber ich muss bitte mich in irgendeiner Art und Weise meine Vokabeln noch lernen. Also jeder kennt irgendwelche Erinnerungen von Apps, Kalender und sonst irgendwas, ist das auch schon datengestützt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch die Diskrepanz, was Betriebsräte und Co. angeht. Wir haben festgestellt, es gibt teilweise sehr, sehr viele Daten. Ist auch interessant, wenn man mir sagen kann, die und die Excel-Formel nutze ich immer wieder, kann ich bitte ein Makro erstellt bekommen. Aber das sind natürlich auch Sachen, die dann teilweise schon wieder unheimlich sind. Und dann haben wir tatsächlich auch geschaut, was hat ChatGPT gesagt? Und wir sind dann irgendwann zu einer Definition gekommen, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und Grundsatz dafür war tatsächlich auch ein Bild, was Daniel dann mit eingebracht hat, der ganz klar gesagt hat, naja, wenn der Wind der Veränderung weht, suchen manche im Hafen Schutz, während andere die Segel setzen. Na, das kennt ihr sicherlich, das ist ja so ein großes Thema, was Change angeht. Wir haben das hier auch immer wieder diskutiert, ich habe das gestern Abend auch diskutiert, ist es eine neue Kontradiefswelle oder nicht, was schauen wir? Und da haben wir tatsächlich eine Definition geordert bzw. erstellt, die dann von Daniel nochmal besser in Anführungszeichen zusammengefasst worden ist. Aber bei uns ging es darum, dass wir gesagt haben, naja, es scheint also ganz, ganz stark mit dem Ziel zusammenzuhängen, was wir eigentlich haben. Und genau das müssen wir uns vor Augen führen. Was ist denn das Ziel? Ja, zeig es ruhig an, Katrin. Denn letzten Endes ist es so, genau, kannst du es einfach hinzufügen? Mhm. Genau, das Ziel von datengetriebenem Lernen ist es nämlich, die Leistungsfähigkeit und die Effektivität eben wieder mal zu verbessern, um aber daraus Vorhersagen und Entscheidungen zu treffen. Das heißt, da geht es ganz stark auch wieder in Richtung evidenzbasiert. Ist es denn jetzt schon Evidenz oder nicht? Also auch da viele, viele Diskussionsmöglichkeiten. Wichtig ist, es ermöglicht Unternehmen und Organisationen, die Geschäftsprozesse zu optimieren, Kosten zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Und der Daniel hat das nochmal für uns zusammengefasst und hat da eine eigene Definition draus gemacht. Denn letzten Endes sagt er, die beiden Dinge verknüpft, das Ziel und eben dieser Change-Gedanke, datengetriebenes Lernen ist wie Segeln mit Navigationsgerät. Ich sehe den Nordstern, ich weiß, wo ich bin und wo ich hin will. Die Segel richte ich aber nach dem Wind aus, damit ich mein Ziel erreiche. Und das ist tatsächlich einer der Grundsätze, wenn wir über datengetriebenes Lernen sprechen. Wir müssen genau auch wissen, wer und was ist das Ziel. Ansonsten sind wir da schon komplett verloren. Genau. Ich muss das sacken lassen. Genau. Super. Dann gehen wir rüber in die Box von Daniel. Danke, Alexander. Mhm. Genau. Wir haben dann uns in einem zweiten Teil Gedanken darüber gemacht, wie sieht eigentlich die Marktübersicht aus. Und wir sind auch sehr gespannt, mit euch zu diskutieren, was eure Erfahrungen mit datengetriebenem Lernen oder datengetriebenen Lernsystemen ist. Und es gibt einen interessanten Artikel von Josh Bursin dazu. Er entdeckte immer wieder mal neue Trends, und nachdem er sich mit dem Thema Learning Experience Platforms beschäftigt hat, und so ist jetzt der neueste Artikel, geht zum Thema Capability Academies. Und ihr seht hier quasi die Historie. Also wir sind gestartet so in den 90er, frühen 2000er Jahren mit klassischen LMS-Systemen, quasi einfach E-Learning-Plattformen, eine Möglichkeit so, um E-Learning-Module abzuspielen. Dann ab 2005
Und ich habe diese Zeit bei der UBS in der Schweiz miterlebt, so die ganze Phase der Talentplattformen, Kompetenzenmanagement ist da aufgekommen. Noch vieles manuell und händisch geregelt, darum hat das auch oft nicht funktioniert. Aber das war eigentlich so die erste Idee, eigentlich Talent- und Kompetenzmanagementsysteme aufzubauen, aber eben nicht automatisiert und eben nicht datengetrieben. Dann kam die Phase der Learning Experience Platforms, wo der Fokus eben auf die Experience und nicht auf das M, nicht auf das Managing gelegt wurde. Und jetzt sind wir eigentlich so in der Phase der datengetriebenen Learning Management Systeme und werden uns so richtig Capability Academies bewegen. Das werde ich jetzt nicht weiter ausführen. Wir sind im Moment in der Phase, wo es eben darum geht, datengetriebene Modelle und datengetriebene Learning Management Systeme entsprechend umzusetzen. Also das quasi als kleiner historischer Rückblick. Und wenn man das so macht, dann ist eigentlich immer die Frage, die startet man von den Daten oder startet man quasi aus einer strategischen Perspektive? Und ich zeige euch hier ein Framework, das ich für eine Schweizer Lebensversicherungsgesellschaft mal entwickelt habe, weil wir da auch über das Thema Learning Data oder datengetriebenes Lernen gesprochen haben. Und es ist eigentlich extrem zentral, dass zuerst eigentlich aus der strategischen Perspektive eigentlich gefragt wird, was wollen wir eigentlich über das Lernen der Mitarbeitenden wissen? Also was sind eigentlich aus einer strategischen HR- oder Personalentwicklungsperspektive die richtigen Fragen, die wir dann mit Daten beantworten möchten? Und oft ist es eben nicht der Fall, es werden einfach Daten gesammelt. Es wird aber nicht gefragt, warum diese Daten gesammelt werden oder welches erkenntnisleitende Interesse hinter diesem Datensammeln steckt. Also ganz wichtig und so ist dieser mittlere Teil, diese analytischen Fragen, also wenn die klar sind, und die müssen aus meiner Sicht eigentlich aus dem Management kommen, das ist für mich eine Management- und eine Führungsaufgabe, sich eben da die richtigen Fragen zu stellen, die dann mit Daten beantwortet werden können. Das heißt, wenn man die analytischen Fragen kennt, weiß man auch, welche Daten man sammelt, man kann aus diesen Daten dann entsprechende Insights ableiten, Erkenntnisse, die gemeinsam reflektieren. Das führt dann entsprechend zu Entscheidungen, dass zum Beispiel Lerninhalte oder Lernpfade zum Beispiel geändert werden müssen oder angepasst werden müssen. Das hat dann wiederum Einfluss auf das Lernangebot, auf das Learning Offer. Und das beeinflusst dann hoffentlich auch wieder in einer positiven Art und Weise das Learning Behavior, was dann wiederum auch entsprechend neue Learning Datas generiert. Und damit kommt man so in einen Learning Loop hinein. Also das ist eigentlich so das strategische Framework, wenn es darum geht, datengetriebenes Lernen in einem Unternehmen aufzubauen. Und mit den Daten lassen sich dann verschiedene Aussagen machen, als entweder rückwirkend, quasi beschreibende Analytik, oder eben diagnostizierende Analytik oder eben vorausschauend, dass man auch Aussagen über Zukunft, über das zukünftige Lernverhalten machen könnte, dann wären wir im Bereich der Predictive Analytics. Also das einmal so ein generelles Framework, wie man über diese Sache nachdenken kann. Genau, dann auch die Frage, was können wir eigentlich mit datengetriebenen Prozessen für Lernformate umsetzen? Ihr seht auf der linken Seite, das ist so ein generisches Blockdiagramm. Ihr seht auf der linken Seite eigentlich die Ausgangslage, nämlich zum einen die Datenquellen, dann die ganzen Daten, die in einem LRS, in einem Learning Record Store entsprechend gespeichert werden. Und natürlich, was es auch braucht, sind implementierte Lernmodelle und Lerntheorien, aus denen ich dann auch entsprechende Ableitungen generieren kann. Wenn das alles vorhanden ist, kann ich entsprechende Aktionen damit triggern oder anfüttern, nämlich zum Beispiel personalisierte Dashboards. Also ich kann dann sehr genau auch aufzeigen, was ich für persönliche Lernergebnisse erzielt habe, wo ich gut bin, wo ich weniger gut bin. Vielleicht auch, wenn das aus Betriebsratssicht möglich ist, auch der Vergleich mit einer Abteilung oder der Vergleich mit dem Unternehmen. Das ist dann eben ein Data Policy Thema. Dann, was auch möglich ist, das ist das automatische Kuratieren von Lerninhalten, also automatisiert Lerninhalte zusammengestellt werden, die dann
auch in Lernpfade Eingang finden, also automatisierte und dann eben auch adaptive Lernpfade, so wie wir das gestern diskutiert haben. Auch das ist ein Benefit von datengetriebenem Lernen. Dann der vierte Punkt, automatisiertes didaktisches Feedback. Es ist unterdessen heute auch möglich, dass ich auch Open-Text-Fragen zum Beispiel auswerten kann und ein qualifiziertes didaktisches Feedback abgeben kann. Dann auf der rechten Seite automatisierte Aufgabengeneratoren, adaptive personalisierte Tests, Nudging, Activity Manager, das meint, dass mein Lernprozess beobachtet wird und ich auch quasi unterstützt oder eben angestupst werde, wenn ich da Schwierigkeiten zeige und ich Unterstützung brauche. Und auch das Thema Lernreflexion kann quasi damit unterstützt und getriggert werden. Also das sind so ein paar funktionale Blöcke, die möglich sind, wenn man eben Lernen auf Daten abstützt. Und das sind Elemente, die heute eigentlich alle schon vorhanden sind, aber vielleicht noch nicht in einem System, sondern eben an verschiedenen Orten. Und viele EdTechs arbeiten genau auf diesen Bereichen und erstellen Lösungen zu einzelnen dieser Blöcke. Dann noch eine kurze Marktübersicht. Ich habe hier das Fosway 9 Grid, das ein bisschen aufzeigt, welche sind im Moment so die führenden Anbieter von Lernsystemen, die auch in Richtung datengetriebenes Lernen gehen. Und ihr seht hier vor allem in der oberen rechten Ecke als ein wichtiger Player in dem Bereich, und ich bin gespannt, ob jemand von euch auch damit arbeitet, ist natürlich Degreed auf der einen Seite und dann etwas versteckt, also im mittleren Quadranten, ist Area 9. Auch über Area 9 haben wir gestern gesprochen. Area 9 ist ein sehr potentes System, braucht aber recht viel Zeit für Konzeptionierung, Parametrisierung und Bereitstellung der Daten. Wenn die mal da sind, dann kann ich sehr granulare, adaptive Lernpfade damit unterstützen und aufbauen. Andere Player sind zum Beispiel Cornerstone und spannend vielleicht als letzter Hinweis, was immer mehr auftaucht, sind auch HR-Systeme, wie zum Beispiel Workday. Workday hat ein eigenes Learning-Modul. Das heißt, sie haben auf der einen Seite natürlich die ganzen HR-Daten plus die Lerndaten, die sie miteinander verbinden können. Also die HR-Anbieter von HR-Systemen und so, die werden zu einem Konkurrenten der klassischen LMS, LXP anbieten. Das sieht man sehr schön am Beispiel Workday, das hier schon recht weit oben in diesem Fosway 9 Grid ist. Also das ein paar Stichworte zum Thema Technologie und Marktübersicht. Ein ganz toller Stichwort für meinen Teil. Ich war in Unternehmen und habe jetzt versucht, sozusagen herauszufinden, wie weit digital gestütztes Lernen schon eingesetzt wird und was für Erfahrungen wir haben. Und tatsächlich ist es mir nicht sofort geglückt, Treffer zu landen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass es sich digital tatsächlich kaum in ein einständiges Tool ableiten lässt, sondern eher aus verschiedenen Tools rausgezogen wird. Und Daniel, tolles Stichwort, tatsächlich habe ich die größten Antworten bekommen, wenn ich gehört habe, dass sie mit HR-Software arbeiten, die tatsächlich mit Learning verbunden wurden oder mit API-Schnittstellen zu anderen Entwicklungstools. Und dann hat es tatsächlich auch funktioniert. Aber das, glaube ich, diese Verbindung, die wird sehr schnell kommen. Und somit habe ich jetzt den Teil, den wir auch vorbereitet haben, für euch ein bisschen mitgebracht. Das heißt, eine Befragung an Unternehmen. Und ich hatte hier Glück, dass ich tatsächlich alle drei Bereiche von Kleinunternehmen, also ich sag mal KMU bis der erste war 50 und 250 war dabei. Also nicht jetzt die ganz kleinen Startups, sondern eher die wirklichen klassischen KMU, Mittelstand und Konzern. Ich bin auf vier Zielgruppen bei uns getroffen. Das heißt, ich habe vor allen Dingen mit Personalentwicklern gesprochen als allererstes, dann HR-Influencer, Personalleiter, weil sie es auch taktisch und strategisch sehen, sowohl als auch Businesspartner.
und war auch so frei, mal die HR-Influencer direkt zu fragen, die teilweise ja auch in Unternehmen sogar als beratender Interimsmanager, ich glaube Stefan Scheller ist einer, der bei Dativ arbeitet. Also in bestimmten Bereichen sind HR-Influencer ja auch wirklich inaktiv, aktiv in Unternehmen und das ist sozusagen auch die befragte Zielgruppe der Teilnehmenden. Ja, und welche Fragen habe ich gestellt? Also ich bin da ganz leicht rangegangen, damit ich auch wirklich die richtigen Antworten bekomme. Nutzt ihr für eine Mitarbeiterentwicklung bereits datengetriebene Lernmethoden? Das war das Erste. Und für alle, die Ja gesagt haben, ist dann die Reise weitergegangen. Und somit konnte ich in einem Interview dann noch die Zusatzfrage stellen, welche Veränderungen verzeichnet ihr jetzt schon im Vergleich zu den bisherigen Methoden? Das war die einfachste Veränderungstaktik und die würden wir gerne auch nachher nochmal mit euch diskutieren. Rausgekommen ist und zur Frage 1, ob die Nutzung schon vorhanden ist. Es gibt hier 4 Balkens. Ich habe hier 3 Farben benutzt. Das Grün ja, nein, aber wir haben es geplant und Rot für nein. Und wie man sieht, auf der Personalentwicklerebene habe ich auch gehofft, dass das Ja am stärksten vorkommt. Und das ist auch so. Ich bin aber überrascht, dass die HR-Influencer im Grunde genommen tatsächlich mit ihren Einflüssen zumindest in der Planung ganz weit vorne liegen. Und was enttäuschend war, ist die Frage des Neins in der Businesspartner-Richtung, weil der Businesspartner klassisch eigentlich in Unternehmen so nah an Menschen dran ist, wie kein anderer der hier Befragten. Also meistens Teamleiter oder Fachbereiche direkt berät in der Optimierung oder in dem Talentmanagement-Prozess. Und ich finde, es hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht, dass hier tatsächlich nicht mehr der Gedanke der Planung vorliegt. Und ich hoffe, das wird sich nochmal ändern. Wir werden diese Umfrage weiterhin erhalten, um möglichst noch viel mehr Daten einzusammeln. Und bei der zweiten Frage, wir erinnern uns für alle, die Grünen schon gesagt haben, also sich schon positiv geäußert haben, das einzusetzen, gab es die Frage, welche Veränderungen ergaben sich? Und hier habe ich 4 Balken mitgebracht. Der erste Balken blau, orange, gelb und grün. Das ist von allen 4 befragten Gruppentypen tatsächlich die herausragendste Antwort gewesen, die sofort da ist. Es gibt eine Möglichkeit, hier viel individueller in die Entwicklung reinzugehen, vor allen Dingen in die Jobrolle. Und das ist deren größter Benefit, den sie jetzt gegenüber dem alten System nachvollziehen konnten. Und tatsächlich haben sie auch KPIs dafür entwickelt. Bei den Personalentwicklern und bei den Personalleitern ist tatsächlich bei der Ja-Beantwortung als zweites stärkstes Veränderungsmerkmal die Diskriminierungsfreiheit nochmal erwähnt worden. Stichwort Learn to Earn, das ist eine neue Herangehensweise, die, glaube ich, auch Isabel Welpe aus München sehr präferiert. Also es eigentlich taktisch zu benutzen, um zu sagen, ich fördere ein bewusstes, intensives Lernen und bin damit diskriminierungsfrei, weil ich möchte, dass du das kannst. Egal wer du bist, egal was du vorher gemacht hast, egal was für eine Position du im Unternehmen hast, das wird durch datengetriebenes Lernen vor allen Dingen vorangebracht. Und die letzten 2 Veränderungen, die ich durch die Umfrage tatsächlich noch stark herausarbeiten konnte, ist, dass die Motivation sich erhöht. Wundert mich auch nicht. Also es gab so Antworten ja in der individuellen Entwicklung. Also ist auch sicherlich das Thema Motivation, das heißt das Durchhalten, das Dranbleiben nachweislich wesentlich erhöht worden. Und last but not least auch der höhere Lerntransfer. Und das ist ja eigentlich der Wunsch eines jeden Lehrenden, dass man in einem Unternehmen nicht nur eine Reise des Lernens vornimmt, sondern es tatsächlich auch transferieren kann in den eigenen Job. Und das ist gerade bei den Personalentwicklern ein ganz großes Zeichen gewesen, dass sie da in der Hinsicht datengetriebenes Lernen noch weiter einsetzen und verfeinern wollen. Ja, und damit die Erfahrungen anderer kurz mit euch getauscht. Auch hier keine Überraschungsmomente. Wäre jetzt der Part in euch und wir haben jetzt nur noch Oliver und Lars drin. Oliver, Lars, was habt ihr für Erfahrungen? Kennt ihr schon jemanden, der datengetriebenes Lernen einsetzt? Wenn ja, was sind da für Erfahrungen, die euch jetzt spontan schon mal einfallen? Es geht jetzt also in eure Runde rein. Ich gucke nach unten, weil ihr unten sitzt in meinem. Oliver, hast du schon Erfahrung mit Unternehmen? Ist noch auf Mute? Ja, ich habe.
hat der schon eine Meinung. So, genau. Ja. Wenn ja, welche, also in welchen Bereichen habt ihr schon datengetriebenes Lernen oder habt ihr das persönlich eingesetzt oder kennst du Unternehmen, die das einsetzen? Wäre das für euch in Ordnung, wenn ihr das Recording für die Diskussion abstellt nach der Präsentation? Na klar, absolut, ja. Ja. Sehr gerne, das ist kein Problem. Warte mal, ich stelle es ab, genau. Wir haben das hier nur auf Wunsch von Karl-Heinz. Können wir bitte?